Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Wir sind immer noch bei dieser super schönen Bahn, die uns jetzt mal getötet hat, weil wir raufgesprungen sind, um zu testen. Ich habe mal im Internet geguckt und gesehen, hey, hier hinten ist eine sogenannte Leiter, die man kaum von der Wand unterscheiden kann, und deshalb habe ich sie wahrscheinlich nicht gesehen und ich habe die ehrlich gesagt nicht in dieser Ding erwartet, weil ich das andere Teil gesehen habe. Wir können gerade nicht hingucken, oder? Ne, wir können es gerade nicht sehen. Auf jeden Fall, auf der anderen Seite war dieses Einbuchtung, wo die Shotgun-Shells waren. Und ich dachte, da geht's halt weiter. So dachte ich, oh, hier wird bestimmt nichts sein. Okay, wir haben das Ding aktiviert. Es soll irgendeine Kiste bewegen. Ich weiß nur leider nicht, wohin. Und was ich damit vorhabe. Okay, da ist die Kiste. Ich meine, ist ja schön und gut, aber was habe ich davon? Ah, okay, da können wir hoch. Ich bin verstehen. Und jetzt können wir von hier hinten wahrscheinlich, wo die Shotgun-Shells waren, das Ding meinte ich nämlich, können wir wahrscheinlich nicht hoch, weil sich Leute. Ach nee, also festhalten, habe ich so gar keine Lust. Und dann können wir wahrscheinlich jetzt hier rüber. Ich bin schon wieder fast gestorben. Und dann speichere ich erstmal ab, weil ich falle bestimmt gleich noch runter. Obwohl, ich kann hier langsam gehen. Vielleicht falle ich doch nicht runter. Jetzt müssen wir hier hoch. Und ab jetzt ist wieder vollkommen blind. Ich habe gar keine, was wir noch zu tun haben hier. Okay, wir können hier anscheinend rüberlaufen. Ich vertraue der ganzen Sache nicht. Ja, genau deshalb. Ich vertraue der ganzen Sache, was mal Freddy direkt erstmal raufspringen, weil er viel zu blöd ist, um das irgendwie abzutimen. Ja. Hätte vielleicht oben nochmal speichern sollen. Aber, jetzt vergessen habe ich gerade meine Tastatursprache umgestellt. Das war doch so, oder? Oder war das so? Ich weiß nämlich nicht, ob die Tasten funktionieren. Okay, die Tasten funktionieren. Wenn die Tasten funktionieren, ist mir das egal. Och nö, das ist ja auch noch so ein Ding. Okay, wir halten gar nicht an. Ich wollte nämlich gerade langsam laufen. Aber, anscheinend ist die Ecke nicht hoch genug. Schnell weglaufen. Ich vertraue diesen Dinger nämlich gar nicht. Okay. Haben wir geschafft. Dann würde ich sagen, jetzt nochmal hier einen Speicherstand. Da vorne ist ein Leiter. Ich glaube, an die kommen wir aber gar nicht so wirklich ran. Oder? Nee. Na gut, ist auch nicht so weit, dass wir da runterfallen würden, glaube ich. Okay, sind wir hier hinten. Da vorne ist die Bahn und hier müssen wir wahrscheinlich rüber. Ich hoffe, dass das nicht schlecht ist. Okay. Wir können uns erstmal umgucken, ob wir noch was finden. Wie zum Beispiel Shotgun-Munition. Das tue ich nicht nein sagen will. Okay, der hat da seinen Spaß anscheinend. Können wir noch wo lang krabbeln? Also jemand hat gerade was gesehen oder mich gehört oder so. Au! Warum habe ich so viel Schaden eigentlich? Warum habe ich so viel Schaden? Wann habe ich das bekommen? Okay. Hier ist immer noch zu. Ach, der ist einfach. Okay, man kann einfach rumlaufen. Gut. Aber ich wollte nochmal gucken, ob ich vielleicht da hinten was sehe. Ob wir noch was holen können. Dann können wir so ein bisschen Secrets oder so. Aber wie es scheint, ist da hinten zu. Und die Steuerung ist mal wieder richtig top. Warum leuchtet das so? Also klar, hier ist eine Lampe. Deshalb leuchtet es, aber. Weiß ich nicht. Sieht mir verdächtig aus, aber ich glaube, ist gar nicht so verdächtig, wie ich denke. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich langweilig. Was ich auch sehr schade finde. Dann müssen wir wieder raus und mal gucken, wo uns der Weg hin wird. Ich hoffe, wir finden bald mal wieder einen Plumber, denn ich könnte mal ein bisschen Leben gebrauchen.
So. Das ist hier. So wie es scheint. Auf 3 war, glaube ich, meine Desert Eagle, oder? Ja, gut. Hat er mich gerade nochmal angeschossen, nachdem er gefallen ist? Okay, vor mir ist ein Laser. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Ich glaube, ich sollte lieber mal Medipack nehmen. Aber YOLO würde ich erstmal sagen. Okay, da ist ein Geschütz, das gefällt mir schon mal nicht. Kann sein, dass wir von einem Geschütz auf die Fresse bekommen haben, was ich nicht gesehen habe. Die machen immer relativ schnell viel Schaden. Okay, hier ist eine Tür, die ist zu. Hier ist erstmal nichts. Kannst halt aufpassen, dass ich nicht in irgendwelche Laserstrahlen reinlaufe. Okay, hier gibt es irgendwelche Kisten. Also ein Plumber wäre mal wieder nice. Was ich eben gerade schon gesagt habe. Aber aktuell könnte ich ihn noch dringender gebrauchen. Könnt ihr euch verschieben? Nein. Hätte ja sein können. Wo kletterst du hin? Nein, Lara. Wenn wir das anschießen, sind wir tot. Erstmal speichern. Was haben wir noch zu tun? Also hier eine Tür. Die zu ist und nicht einfach random aufgeht. Schade. Wir haben hier irgend so eine Anlage. Jetzt erwartet das hier irgendwie so ein Schalter, also um Alarm zu schlagen, weil der hier so hingelaufen ist, so panisch. Aber anscheinend ist hier nichts. Okay, hier ist eine Tür, die zu ist. Hier oben ist ein Steg, hier vorne ist so ein Alarmschlagding. Kann man da drauf drücken? Nein, gut. Wir haben euch die richtigen Hände dafür. Okay. Ich tippe auf, dass wir hier hoch sollen und dann hier irgendwie rüber oder so. Das sieht schon mal halbwegs in Ordnung aus. Okay, hier ist ein Schalter. Wenn ich den drücke, kriege ich wahrscheinlich direkt auf die Fresse. Okay, jetzt muss ich die andere Tür noch aufmachen, glaube ich. Och nö, wieso hat sie denn den anvisiert? Ich wollte doch eigentlich... Ich habe nicht gespeichert, oder? Natürlich nicht. Aber zum Glück sind wir direkt hier oben. Können wir direkt weitermachen. Ich habe ja nichts Sinnvolles gemacht hier. Ich weiß nicht. Also wenn ich den Typen da gut sehe, dann könnte ich... Ich glaube, er hat geschossen. Vielleicht soll ich dann lieber auf die... Das hat Igel gehen. Okay, wenn ich ihn direkt abschieße, stirbt er nicht. Schießt er nicht noch. Das ist cool. Gut, dann mit speichern. Haben wir das geschafft? Und dann noch den Knopf drücken, dann kommt wahrscheinlich hier noch so ein Typ gleich raus. Jetzt können wir hier durch. Nein, Lara. Muss ich das in einer bestimmten Zeit machen? Das finde ich gerade ehrlich gesagt so ein bisschen blöd. Och nö, es hat ein Zeitlimit. Na, okay. Es wäre, glaube ich, klüger, wenn wir erst das machen und danach dann das, weil... Wenn wir erst das hintere aufmachen, dann könnte es sein, dass wenn wir durch das Ding da durchgehen, dass es dann zu spät ist. Ich glaube, wir kommen da auch nicht anders hoch als über diesen Sprung. Müsste ich aber nochmal recherchieren. Aber jetzt haben wir auch nicht mehr den Typen, den wir töten müssen.
Also, außer es kommt jetzt neuer. Was ich nicht hoffe. Was zum Kotzen wäre. Komm, beeil dich, Lara. Und jetzt hier schnell runter. Nicht so viel Fallschaden nehmen. Okay, erstmal speichern, damit wir es geschafft haben. Damit ich das nicht nochmal machen muss. Okay, wir haben 1000 Schalter. Und keine Erklärung, was sie machen, vermute ich. Okay, und hier können wir wahrscheinlich zurück. Ich höre doch schon wieder jemanden rumlaufen. Okay, hier geht es anscheinend noch weiter. Hier hinter. Habe ich es ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Aber eine Erklärung, was ich hier machen soll, gibt es auch nicht, oder? Ich hätte gerne irgendein Anzeichen für, was ich drücken soll. Okay, fangen wir einfach mal hier an. Oh ne. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das hat nichts gemacht. Das auch nicht. Okay, das hat das aufgemacht. Aber wo ist das? Also, die hier haben nichts gemacht. Also, hier kam keine Cutscene. Muss ich die wieder ausmachen? Also ganz ehrlich, ich finde das gerade so ein bisschen komisch. Gibt es hier irgendeinen Hinweis, wie das funktionieren soll? Was passiert, wenn ich den hier wieder ausmache? Geht das Tor dann zu? Ja. Aber wo ist das Tor? Das kenne ich doch gar nicht. Oder kenne ich das? Also der Raum sagt mir halt erstmal nichts. Ich würde erstmal, ich guck mal kurz im Internet. Okay. Ich habe nachgeguckt. Es ist genauso, wie ich es gemacht habe. Also einfach nur raten. 2, 4 und 3. Hätte ich das Tor wieder aufmachen? Ich glaube schon. Jetzt sollen wir irgendwo wieder zurücklaufen. Zu irgendeinem Hangar. Das war, glaube ich, hier raus. Aber wo genau jetzt dieser Hangar ist, gar keine Ahnung. Da habe ich so ein bisschen überfragt. Gab es irgendwas, das mir auf die Fresse hauen will? Es sah irgendwie nach dem Ding hier aus. Oh, das ist die Tür. Gut. Ist das ein fucking UFO? Also, es sieht aus wie ein UFO. Aber erstmal speichern wir hier kurz ab. Können wir eine Realitätsüberprüfung machen, was es hier gibt. Okay, gibt es einen Schalter. Ich drücke hier einfach mal. Was passiert jetzt? Klick. Keiner, was sich jetzt getan hat. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Tür. Okay, hier ist ein Operationstisch oder Operationstische. Wahrscheinlich für Aliens. Da ist aber zu. Was haben wir hier? Hier brauchen wir wahrscheinlich wieder so eine CD, weil das Ding sieht so aus. Und ich habe auch irgendwas von der CD gelesen. Das ist auch zu. Das heißt, wir müssen hochklettern. Okay, ich schalte es nur auf grün. Das heißt, keine zeitliche Sache wie vorher. Das ist schon mal gut. Ich mag zeitliche Sachen nämlich nicht so gerne, aber da muss ich mich beeilen. Okay, wahrscheinlich hat der Schalter diese Falltür aufgemacht.
Es sieht so aus, als wäre die hier eigentlich mal gewesen. Okay. Ist das hier jetzt mein Plan gewesen, dass ich das hier holen soll? Ah, die C liegt da oben drauf, auf dem Raumschiff anscheinend. Ist doch ein Raumschiff, oder? Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ich habe Angst, dass wir hier runterrutschen, wenn wir da hingehen. Wo sollen wir probieren es doch mal aus? Okay, da wollte ich zu viel. Hat nicht ganz geklappt. Ich dachte, ich kann direkt darüber springen. Nein, gar nicht, leider. Okay, da dachte ich gerade, dass ich runterfallen werde. So, Lara, jetzt ein paar Schritte zurück machen. Nicht wieder versuchen, hier irgendwie einen Tricky Jump zu machen. Was ich gerade schon wieder versucht habe, natürlich. Und dann. Gibt es da hinten irgendwas? Das sieht irgendwie interessant aus da vorne, wenn ich ehrlich bin. Wir können mal kurz hier runter gucken. Also da ist eine Keycard. Irgendwo war doch noch eine Keycard, oder? Okay, hier ist einfach eine random Tür, wie es aussieht. Mit der ich aber nicht so viel anfangen kann. Okay. Kann ich einfach... Oh, das war falsch. Das hat ja geklappt, zum Glück. Dann mal hier festhalten. Hoffen, dass wir nicht runterrutschen. Ich habe ja nämlich... immer noch ziemlich wenig Leben. Okay. Müssen wir mit der Keykarte jetzt das Ding machen hier vielleicht? Ich tippe auf Nein, weil wir wahrscheinlich eine CD brauchen. Wir müssen wieder zurück. Ich weiß nicht wie weit, aber ich glaube ziemlich weit. Hier waren noch Laserfallen, das weiß ich. Ich sehe die noch nicht. Waren die vielleicht hier? Ach ne, die waren wahrscheinlich noch einmal um die Ecke. Hier, oder? Ja. Sehe ich sie auch schon. Erstmal speichern. Okay, hier ist der Typ, der aus der Ecke kommt und mich angeschossen hat. Ich schalte erstmal wieder auf Pistolen um. Damit wir nicht so viel Deagle-Munition wasten. Hier sind wir wieder unten. Jetzt müssen wir vermutlich hier einmal rüber. Das war echt knapp. Ah, okay. Und deshalb ist die Leiter hier so hoch, damit wir wieder zurückkommen. Weil man kann ja nicht wieder auf eine Leiter raufgehen, indem man hier so lang klettert, aber man kann von so einer Leiter herunterklettern. Was ja auch echt viel Sinn macht. Oh Gott, hier speichere ich wieder vorher nochmal ab. Au. Aber immerhin bin ich direkt durch den Fallschaden gestorben und nicht durch den Strom. Okay, kurze Realitätsüberprüfung. Soll ich das schaffen können? Weil irgendwie weiter wegspringen kann ich ja nicht wirklich. Okay, es geht. Das ist nur relativ schwer. Ist doch das Teil, was wir wollen? Das sieht irgendwie so leuchtend aus. Was ist das? Das ist einfach nur das Licht von dieser komischen Kiste hier, ne? Da wollen wir einfach runterlaufen. Sollte alles funktionieren. Ja, scheint so. Gut, nachdem wir diesen Mist geschafft haben. Wir müssen aber, glaube ich, wahrscheinlich nochmal zurück, ne? Ja, gut, ich muss die ganze scheiß Nummer machen. Freut mich richtig. Ich habe Angst, dass wenn ich irgendwo runterspringe, dass ich gleich sterbe. Okay, war hier was, irgendwas mit einer Keykarte? Ich glaube, hier könnte was mit einer Keycard gewesen sein. Ich habe mich nämlich gefragt, ob der Typ eine hat. Okay, nee, das ist der Schlüssel. Vielleicht das Ding, wo es hier runterging? Ich habe schon wieder Angst, ey. Könnte das hier sein?
Ja, okay. Es ist noch knapper in meinem Leben. Das sieht doch gut aus. Launch Code Pass. Okay. Gut. Das hat nicht so ganz funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Können wir da vorher irgendwie noch Türen auf und zu machen? Weil klar, ich direkt da loslaufen kann, aber ich dachte, wenn ich da in die Scheiße hier reinlaufe. Warte, komme ich hier überhaupt irgendwie ohne. Ja, okay, ich kann hier ranspringen. Gut. Ja, komme ich da überhaupt ohne Schaden durch? Was hat er denn zugemacht? Ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.